Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir die Anschlussbahn der ehemaligen Sundarbahn. Wir befahren nun das Reststück bis zum Bahnhof Kleinstetten, ca. 6 Kilometer. Die Sundarbahn wurde ja 1907 errichtet, fuhr dann bis 1967. Wir haben heute die Ehre, dieses Teilstück erstmals mit zwei Triebwagen der Baureihe VT70 zu befahren. Wir werden jetzt die Anschlussbahn erreichen, werden dann mit einer gemütlichen Geschwindigkeit wie damals mit 25 km/h dieses Teilstück befahren. Die Freunde der Sundarbahn wünschen Ihnen dazu viel Vergnügen. Fahrschein. Kennen Sie den Neutrinogen so, dass Sie kurz ein Fahrschein brauchen? Ich weiß nicht. Ich muss nochmal abziehen. Ja, geht jetzt. Kann man anders dann auch machen. Weiter. Ah? Vor den Zwecken. Und ihr? Ja. Mei, da sind die Gleise raus. Ja. Andreas, hast du den Rapper mit? Der Andreas ist digital, wir haben ihn gut gestanden. Das war da hinten irgendwo. Ja. Hat sie die Modelleisenbahnanlage aus was für Firma? Nein, aber das geht auch, alles Gleichstrom. Alles Gleichstrom? Ja. Selber die Gleise gebogen, oder wie? Ja, mit Flexgleis teilweise, ja. Und das meiste ist von der Firma Tillig. Du weißt ja, wenn man Bauer steht, dann muss man schön bleiben. Na ja, genau. Wo ist damals wohl mit der Kia? Da ist es. Ja, genau. Sie denken, kann man den Deppen schon wieder? Ja. Wann ist der das letzte Mal dazu drüber gefahren? Ja, vorige Woche. Ja. Lassen Sie die Fahrt öfter so? Ja, wir haben da einen Beistell, also eine Bedingungsfahrt haben wir da. Nicht da. Kein Städten auch. Willst du nichts einsteigen, doch? Ja. Dann mache ich MDD auf, ne? Ja. Oder dann sehen wir Decken und fahren nach. Ich glaube, du riechst den schon mit, wenn man so gut. Ich weiß es nicht. Aber ich fahre jetzt 10 Meter, hat er dort. Fünf Fragen? Ja, danke.
Nicht schrecken. Was damit? Was ist mit da? Zur Kurzgeschichte dieses Teilstückes. Wir befinden uns hier im Bereich der ehemaligen Haltestelle St. Martin Dietmannsdorf, die damals von der Gemeinde für den Aufenthalt der Triebwagenzüge speziell erbaut wurde. Also der Zähne, oder der Motor wieder. Ich mach mal wie ist dann bei uns. Wir müssen da machen, was denn? Wir überqueren jetzt die Leibenbacher Brücke. Anschließend erfolgt die Haltestelle Rarat, die man auch eigentlich nur für den Triebwagenverkehr der Baureihe VD10 und VD50 eben errichtet hatte. Aha. Alles im Griff, die Hände. Ja. Ich weiß nicht, wir vorne umgekehrt, wenn ich die Bühne zu weit gestellt habe. Egal. Alle Meter vorne. Ich habe mit den Händen zusammengespielt. Ja, das ist lustig. Ich würde auch was trinken. Ja, kennst du euch Teil und die Flasche. Ha? Hilfst du mir da ein bisschen? Ja, ist ja heiß, ne, wenn du trinken. Ne? Mit der Bauch hat gekriegt, ja. Anne, der 30er Bock, da mal ein bisschen nachschauen bei den Achsen. Mhm. Ich habe da zu wenig geschmiert, ne? Ja. Steinig mit da. Motor ist ja aufgehängt. Steiger. Und Elektronik. Darfst du nicht mehr Hüftzeit zu. Also, was hast du da machen? Da war gar nichts. Aufsteuern. Außer ausaktivieren und dann. Da haben wir drei funktionieren. Ein Kopf fahren, der Boot, sag mal. Oder da kannst du ein Automat aus. Nein, das ist kompliziert. Ja, oder da sehen wir mal. Haben wir den Ziegelwerkanschluss wieder aufgemacht? 2006. Also näher. Fahren wir bis zum Ende, ne? Ja, ein bisschen ist schon noch drinnen. Jakob, da kannst du nicht trinken. Jetzt hast du gerade getrunken.
Ja, wie tun wir? Meisten? Ja, durchsagen lassen, in der Mitte jeweils im Triebwagen. Ja. Eine Tür, gibt's gar nichts frei. Das war hinten auch. Ich sag's, sag durch, der Zugführer, das soll mit der Notenregelung hier abmachen. Ja, das ist gut. Fliege hinten zu deinem Triebwagen. Ja, bleiben wir mal herum am Baumsteig steigen sozusagen. Ja, können wir so machen. Steht ja auch nicht richtig. Machen wir den schon gerade ein. Franz, ich sag dann durch, dass wir nur in der Mitte aussteigen, bei den Einstiegshilfen, da wir den nachher ausrichten. Passt. Und machen wir mit der Notenregelung aus, gell? Okay, ich sag das dann durch. Danke. Ja, hauptsächlich die gleiche. Ja, hab schon fertig jetzt. Sehr geehrte Fahrgäste, soeben haben wir unseren Endbahnhof Kleinstetten erreicht. Wir befahren hier das Gleis 1. Am Bahnsteig werden wir anhalten und Sie haben dann die Möglichkeit, in Mitte des Triebwagens über eine Einstiegshilfe oder Ausstiegshilfe besser gesagt, den Triebwagen zu verlassen, eben für Fotomöglichkeiten. Wir werden dann den Zug Richtung Endpunkt der Strecke, ca. 100 Meter weit vorziehen. Haben Sie dann die Möglichkeit, in einem Erdwall in diese Triebwagengarnitur zu fotografieren. Der Ausstieg befindet sich dann in Fahrtrichtung rechts. Ja, bitte zum Ausstieg die mittleren Teile der Triebwagengarnituren benötigen. Thank you.
gleich reingeschüttet. Gödel interessiert mich einer. Was? Martin! Hey!